Pax Ultimus, ihr wisst selber, Pax Ultimus ist der ultimative Frieden und dafür kämpfen wir. Wir sind im Fokus, wir sind im Training, körperlich sowie geistig und glauben natürlich an Gott. Und ganz wichtiges Video, vielleicht ein Video an den ganzen deutschsprachigen Raum. Und zwar, was heißt es, ein Held zu sein im schlimmsten Jahr der Menschheit? Warum habe ich den Titel gewählt? Warum das schlimmste Jahr der Menschheit? Ich sag's einfach mal so. Der Zweite Weltkrieg wurde mit einem Radio geführt. Nur gut zu überlegen, mit einem Radio. Wer hört von uns noch Radio? Niemand, sei mal ehrlich. Ne? Höchstens du fährst Auto und hast ein bisschen Radio am Laufen. Heutzutage natürlich haben wir Tablets, Smartphones, das Internet generell. Das Internet, woher kommt das Internet? Das ist eine Sache von den Militärs gewesen, okay? Die dann damals veröffentlicht wurde. Und nun ist das Internet viel größer als jemals zuvor. Oder als es überhaupt gedacht war. Social Media, Instagram, YouTube, X oder was auch immer. Wir haben so viele Informationen um uns herum. Und viele verstehen nicht, dass wir gerade in einem Informationskrieg sind. Was heißt das? So viele Informationen sind um uns herum wie noch nie in der gesamten Geschichte der Menschheit. Sprich, der Mensch ist dauerverwirrt. Es ist sehr schwierig, jetzt Lüge von Wahrheit zu unterscheiden. Beziehungsweise Leute, die dir die Wahrheit präsentieren wollen, lügen. Leute, die lügen, präsentieren dir die Wahrheit. Sehr verdreht und eine sehr verwirrende Zeit. Ich vermerke nur wieder drauf, der Zweite Weltkrieg wurde mit einem Radio geführt. Überleg mal. Leute wurden durch Zeitungen darauf getrimmt, in Kriege zu ziehen. Und heute haben wir natürlich mehr als das. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, was tue ich auch in einer Welt, die sich immer weiterentwickelt, ne, Richtung künstliche Intelligenz, Richtung der Mensch erschafft andere Menschen, Anführungszeichen, die in jeder Hinsicht kompetenter und klüger sind als wir selbst. Dann denkt man sich, wow, ich bin also in einer Zeit aufgewachsen oder ich lebe in einer Zeit, in der ich als normaler Mensch überflüssig werde. Und das ist Fakt. Ein normaler Mensch, der nicht an sich arbeitet, ist überflüssig in den nächsten 10, 20 Jahren. Wer nicht die Zeichen der Zeit sieht und sich entsprechend anpasst, ist überflüssig. Aber erstmal gehen wir auf das Wort Held ein. Was ist eigentlich ein Held? Ein Held ist ein Mensch, ein Mann, welcher sich traut, Pflicht und Verantwortung über seinen persönlichen Spaß zu tun. Natürlich darfst du mal Spaß haben, natürlich darfst du dir hier und da mal Dinge gönnen, das ist auch wichtig und gesund, muss man natürlich auch sagen. Es ist gesund, auch mal runterzukommen, auch mal auf andere Gedanken zu kommen. Aber es ist nicht korrekt von dir, nur Spaß haben zu wollen. Es ist nicht korrekt von dir. Vor allem, wenn du Mutter, Vater, Kinder etc. hast, Familie hast, die auf dich warten. Du bist der Einzige, sehr wahrscheinlich, der, wenn du das Video schaust, in der Lage ist, die Zeichen der Zeit zu sehen und sich entsprechend zu entwickeln, beziehungsweise entsprechend sich anzupassen. Das ist ganz wichtig, dass du es verstehst, dass abhängig von dir und von deinen Leistungen deine Familie in der Zukunft gewinnen wird oder in der Zukunft verlieren wird. No joke. Deswegen ist es ganz wichtig, dass du weißt, ey, es wird Zeit, ein Held zu sein, ja? Es wird Zeit, ein Held zu werden, der Pflicht und Verantwortung über seinen persönlichen Spaß tut. Es wird Zeit, jemand zu werden, der große Herausforderungen annehmen kann. Der kämpft für sich und für seine Familie. Der generell für was Höheres kämpft als er selbst. Denn die Probleme unserer Zeit werden immer größer. Man kann sich China anschauen, was da passiert. Man kann sich generell den Rest der Welt anschauen. Dementsprechend ist es sehr, sehr wichtig in der heutigen Zeit als Mensch, besonders als Mann, besser, stärker, schneller, klüger, reicher und mächtiger zu werden. No joke. In der Hinsicht dafür zu sorgen, ey, ich muss mich schützen. Und ich muss eine Person werden, die seine von Gott gegebene Lebensbestimmung erfüllt. Erfüll deine Lebensbestimmung, sei jemand, der Glück in seinem Leben findet, sei aber auch jemand, der alle, die er liebt, in seinem Leben beschützen kann. Und das ist eine Sache, da bin ich genauso wie du in dem Prozess. Und wenn Gott will, werden wir das auch erreichen. Und wenn Gott will, werden wir das auch schaffen. Aber das ist die große Aufgabe. Denn der normale Mensch, der normale Mann ist überflüssig.
Fakt ist, es gibt Leute im Hintergrund, die gegen dich arbeiten. Das Ding ist, schaust du nur zu und lässt alles mit dir machen, oder nimmst du das Schwert und kämpfst. Kämpfst für dich, für deine Familie, ne? Für das Gute auf Erden. Bist du jemand, der eine Person wird, die vor Liebe ist? Denn Liebe ist die größte Kraft. Liebe ist die größte Kraft. Denn Liebe verbindet. Und diese Verbindung zwischen Menschen ist heilig, von Gott gegeben. Und wer nicht dafür kämpft, also nicht für die Liebe kämpft, ist in meinen Augen jemand, der dem Bösen angehört. Dementsprechend ganz, ganz wichtig, dass du an dir arbeitest, dass du besser wirst, dass du auch keine Angst hast. Fürchte dich nicht, hab keine Angst, geh weiter nach vorne. Okay? Du wirst das, was du willst, erreichen und schaffen. Ja, auf dem Thumbnail vom Video habe ich Batman und Dragon. Batman ist eben, ne, dieser traditionelle Held, den ihr kennt. Jemand, der Pflicht und Verantwortung über seinen Spaß getan hat. Und jemand, der sehr viel Frieden, ne, in seine Stadt Gotham gebracht hat. Dragon, ich würde schon behaupten, mittlerweile mein Lieblings-Anime-Charakter mit Gold Roger, ist jemand, der in der One Piece-Welt zwar noch nicht viel gemacht hat, aber sein Symbol ist interessant. Er ist die Revolution. Er ist jemand, der nicht nur zuschaut, wenn was Böses passiert, sondern eine ganz eigene Armee aufgebaut hat, um direkt gegen das Böse zu kämpfen. Um direkt die Unterdrückten zu befreien. Um sich direkt gegen die Menschen zu stellen, die versuchen, uns zu kontrollieren. Deswegen mag ich Dragon sehr. Und was wir daraus lernen können, ist: habe Liebe im Herzen, Gottes Liebe. Sei stark, sei fokussiert, sei mutig. Beobachte diese Zeit genau. Und sei ein Mensch, der jederzeit bereit ist zu kämpfen. Leiste Widerstand. Und sei eine Person, die am Ende des Tages, egal was passiert, erstens niemals aufgibt, zweitens seinen Traum erfüllt und drittens sich, seine Familie und die guten Werte, also die Liebe, verteidigen kann. Paxos.